Heute im Video Lavrock aus dem Portfass, der Froschimport. Viel Spaß. Ja, moin Leute. Herzlich willkommen bei Malte Talks Malts mit einem Lavrock, einem Islay Single Malt Whisky aus einer der wahrscheinlich bekanntesten Brennereien der Welt. Ja, hier steht noch drauf, by appointment to his royal highness, the Prince of Wales. Mittlerweile ist er in der Firma hochgerückt. Naja, so ist das, ja. Lavrock Portwood, ein in Ex-Bourbon gelagerter Whisky, der dann ein Finish in European Oak Export Barrique bekommen hat. 48%. Reden ist schwierig, ne? 48% Travel Retail. Mehr kann ich euch zu dem Whisky nicht sagen. Ich kann euch aber ein bisschen was zu Lavrock sagen oder zu meiner Geschichte mit der Brennerei. Vielleicht wissen einige von euch, Lavrock 10 Jahre war der erste Whisky, den ich mir selbst gekauft habe. Das ist mittlerweile so gute 13 Jahre her. Also Anfang 20. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Seitdem ist meine Entwicklung ja gegenteilig zu dem, wie viele andere sich im Whisky entwickeln. Ich bin mehr von den rauchigen Whiskys weg und komme hin zu Ex-Bourbon, zu sehr soften, sehr entspannten und wie ich finde, komplexeren Whiskys. Lavrock steht schon lange nicht mehr auf meinem Speiseplan, um ehrlich zu sein. Aber umso schöner ist es doch mal, sich wieder an eine Brennerei ran zu tasten und ran zu tasten, die man lange nicht mehr hatte. Ich glaube, Lavrock 10 hatte ich vor einer ganzen Weile in meinem Video. Da habe ich auch die gesamte Geschichte erzählt, wie ich zum Whisky gekommen bin. Gut, jetzt haben wir also Portwood. Peat and Port funktioniert auch für mich häufig sehr gut. Ich habe einen Freund, der darauf schwört. Und 48% ist doch eine schöne Stärke. Keine Altersangabe, Travel Retail. Und wie ich im neuem Regalvideo schon gesagt habe, habe ich dann die Flasche von Aaron als Sample. Ich bin gar nicht sicher, was er kostet. 80 Euro, sage ich jetzt einfach mal. So ins Blaue raus. Gut, gucken wir uns den Whisky an. Verkostung. Schöne Öligkeit. Ja, das läuft hier schön langsam runter. Das sieht gut aus. Und macht Lust auf mehr. Ja, Lavrock. Torffeuer, erstaunlich dreckig, so ein bisschen die Mullbinde, ja, dieses medizinische, leicht Krankenhaus, aber viel Torffeuer und ja, auch so ein bisschen Holzfeuer, ein bisschen Lagerfeuer, aber nicht diese speckige Variante, sondern dann halt eher die Krankenhausvariante, die vielleicht die nasse Zweige, ein bisschen beißender Rauchvariante von dem Feuer. Und irgendwo da drin, weiß ich, versteckt sich auch eine süße Note. Ein ganz bisschen krieg sogar ich davon mit. Aber für mich klar dominant der Rauch. Aber es ist auch okay. Es ist ein Islay Whisky. Die sollen und wollen zum Großteil rauchig sein. Ja, leichte Säure. Ich hatte gerade so einen Anflug von Johannisbeere, was mir gut gefallen hat. Ja, ein dunkles Beerenkompott ist da irgendwie mit drin. Aber der Rauch drängt sich bei mir auf jeden Fall über alles. Der Alkohol gibt eine Kraft, ist aber nicht zu dominant, finde ich. Damit probieren wir. Auf euch. Slange. Was ich gerade sehr schön finde, ist, der bringt mich gerade wirklich an meine Whisky-Anfangszeit zurück. Das kann ich nicht anders sagen. Das sind genau diese Geschmäcker, diese Aromen drin, die ich von damals, an die ich mich erinnere. Das ist sehr, sehr schön. Weil diese Rauchnote so charakteristisch ist. Ne? Es ist kein Kirchhoffen, es ist kein Artback, es ist ein Lavrock. Und das merkt man hier. Dieses leicht medizinische,
Aber für mich hier gut erträgliche, gar nicht so beißende, rauchige, einfach ein starker Whisky. Was mich ein bisschen wundert, ist, mir fehlt ein wenig die Textur im Mund. Jetzt habe ich übrigens Stachelbeere. Und mir fehlt ein bisschen das Portwood. Ich habe viel Rauch, ich habe viel Lafroig, ich habe viel Islay. Aber ich habe nur ganz am Anfang von dem Port. Deswegen probiere ich ihn jetzt einfach. Ich probiere noch einen Schluck und dann gucken wir mal, ob ich es auch heute vielleicht einfach bin oder ob es der Whisky wirklich ist. Also ein Stück weit bin ich es und ein Stück weit würde ich sagen, es ist der Whisky. Es ist Beere, es ist Frucht, es ist Süße am Anfang da. Und die wird aber schnell übernommen von einer ziemlich trockenen, spicy Würze, die mir ganz gut gefällt. Aber um ins Fazit zu kommen, so ganz abgeholt werde ich nicht. Also es ist schön und irre. Ich sage immer, rauchige Whiskys triggern bei mir bestimmte Erinnerungen aus der Kindheit. Und was ich jetzt gerade merke, ist, dass diese Kette sich ein wenig weiterentwickelt, weil dieser rauchige Whisky triggert Erinnerungen an vor 10 Jahren und nicht mehr an die Kindheit, sondern an ja, bestimmte Lokalitäten, wo ich Anfang des Studiums zum Beispiel mal einen Quarter Cask oder so getrunken habe. Dann. Und das ist von der Nostalgie her sehr, 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 sehr schön gerade, bin ich ganz ehrlich. Aber vom für mich objektiv, subjektiv Eindruck des Whiskys jetzt, muss ich sagen, ist solide, ist ganz gut, aber ich kenne unabhängig abgefüllt, zum Beispiel Peat and Port, kenne ich deutlich kräftigere, deutlich knackigere, deutlich mehr auch auf den Port bezogene Abfüllung. Hier hat man eine schöne Süße, die den Rauch unterlegt, aber so richtig heftig kommt der Port da für mich nicht durch. Und jetzt müsst ihr entscheiden, was ihr wollt und ob das für euch verlockend klingt oder eben nicht so verlockend. Was für mich verlockend klingt, ist, wenn ihr unten erstens einen Kommentar reinschreibt, zweitens auf den Daumen nach oben drückt und drittens den Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Denn Wachstum bei YouTube wird immer auf YouTube belohnt. Und wenn es euch gefallen hat, gebt ihr damit auch anderen die Chance, die Videos zu sehen, die ihr gerne guckt. Das würde mich sehr freuen. Und wenn nicht, schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein. Auch das würde mich freuen. Wir sehen uns, bleibt gesund, passt auf euch auf und habt immer einen guten Whisky im Glas. Ciao.